Moin und herzlich willkommen. Heute kommt mal wieder eine weitere Folge Omsi. Wir sind, ja, gab's schon etwas länger nicht mehr. Wir stehen hier mit einem Scania GM, glaub 16, weiß es gar nicht mehr, oder 18. Hier im Hintergrund wird man die Kirche. Muss eine Kirche sein. Oder wer jetzt kommt. Ja, wusste ich gar nicht, dass da Geräusche rauskommen können. Ja. Wir fahren den 285er. Alter. Von Waldfriedhof nach Wupperstraße. Ja, wo ja auch normalerweise fährt das nicht sehr so cool. Nee, egal. Machen wir den ganzen Kram schon mal an. Oh Gott, das Ding ist auch mal verschönert. So, dann schauen wir mal. Na. Oh, mir fällt gerade was ein. Ja, eine ja, relativ spontane Aufnahme. Rathaus Steglitz, ja. So weit können wir zwar nicht fahren, aber passt. So, wir fahren 45. 35 mit Augenlaserwerbung habe ich mir selbst zusammengeschustert. Ja, hier hinten fehlt noch ein bisschen was, da weiß ich, wie es aussieht. Kam schon nicht dazu und hier von der Seite ist eigentlich komplett fiktiv, weil ich nicht weiß, wie es da aussieht. Ich habe diese Ecke, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Ich glaube, hier hinten ist irgendwie was, aber habe leider kein Bild davon. Aber naja, wir fahren jetzt einfach mal direkt los, glaube ich, würde ich sagen. Ja, es läuft hier. Also mittlerweile laufen Omsi-Aufnahmen immer noch absolut beschissen. Ja, keine Ahnung. Sonst läuft das Spiel eigentlich auch eigentlich ganz gut. Aber hier ist. Ja, keine Ahnung. Das war schon beim letzten Mal. Ich wollte eigentlich schon mal hier aufnehmen. Mittlerweile schon ein paar Wochen her. Aber da ist mir die Performance so auf den Sack gegangen. Hallo. Habe ich mich dagegen entschieden. Warte mal. Waldfriedhof. Ja. So. Ja, haben wir auch zu meckern. So, dann stellen wir die ganze Zeit vor. Hallo, hallo, hallo. Na, Heizung. Auf Heizung. Und dann geht's auch schon los. So. Ja. Na. Boah, Alter. Am Hegewinkel. Bitte tragen Sie auch weiterhin eine FFP2. Ja, ja, sei mal ruhig. Boah, ich muss das Aufnahmeprogramm echt mal irgendwann wechseln. Hallo. Das ist schlimm. Eine Frage habe ich bitte. War halt früher auch nicht so schlimm, das wundert mich ein bisschen. Aber in der Performance am Spiel generell hat sich ja nie was verändert, aber die, keine Ahnung. Aber nur halt bei Aufnahmen. So, dann fahren wir einfach mal weiter. Ich will gar nicht wissen, wie es wäre, wenn ich mit Spandau am Rathaus vorbeifahre. Da geht's ja schon so richtig ab. Okay. Waldtrautstraße. Jetzt ist eigentlich ganz gut. Müsste eigentlich auch mal den Sound von diesem Fahrzeug immer ein bisschen anpassen. Klingt ja echt ja kaum so. Aber Sounds in Omsi sind besonders sind immer. Ja, was Motor angeht, immer ein bisschen nervig. Habe ich auch schon beim DL so ein bisschen was gemacht. Dankeschön.
Problem ist, hier muss erstmal noch gucken, was die Sounds sind und so. Aber da werde ich doch gucken. Bestimmt eine Lösung finden. Ja, der Wagen hier ist eigentlich auf Spandau. Ist mir aber eigentlich relativ egal. Ist eine coole Werbung, sowohl in echt auch als in Hawaii. Ob sie jetzt hier so schön genommen sie ist, ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es halbwegs gelungen, ist natürlich auch nur zur Hälfte real. U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim. Genau. Da hinten steht ein VDL. Kann ich auf dem 110, aber. Ja, genau. Na komm. Alter. Irgendwie sieht das mit der Matrix irgendwie komisch aus. Ich weiß auch nicht, was das ist. Die Schrift sieht irgendwie merkwürdig aus. Genau hier die schönen Gebäude. Ja, okay. Sehen ein bisschen merkwürdig aus, weil das vom BRT. Aber besser als nicht. Aber das wäre hier extrem schwer zu. Hier noch schöner DL. Na komm. Eine Kurzstrecke. Ja. Ja. Hä? Ach so, kurz, ach so. Wollen Sie mir einen Fahrschein geben? Ja, will, muss ich. Dankeschön. Einmal normal, bitte. Hm. Ja, nicht. Hallo, ich drück doch drauf. So. Bis nach Steglitz wäre die Linie natürlich richtig geil. Aber die ist, glaube ich, auch relativ lang. Aber Steglitz zu bauen ist halt aber auch nochmal ein bisschen anspruchsvoller, glaube ich. Na, den Kreisel und so ein Kram. Nee. Und mal gucken, vielleicht macht es ja irgendjemand mal. Dass zumindest das Rad aus Steglitz überhaupt mal um sie da ist. Aber mal gucken. Oskar-Helene-Park. Bitte tragen Sie auch weiterhin eine FFP2-Maske. Please remember to wear an FFP2-Mask. Ja, Corona-Ansage, ne? Ist ja irgendwie aktuell. Weiß nicht wieso, seit mittlerweile 2 Tagen haben sie die einfach rausgenommen. Jetzt, wo sich so ein bisschen was an den Regeln verändert hat. Leichhardtstraße. Ist mittlerweile gar keine mehr. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn plötzlich einfach gar kein nichts mehr kommt, wenn man es an bestimmten Haltestellen einfach gewöhnt ist. Oh, okay, das fühlt sich schnell. Okay, jetzt nicht irgendwie 220 km/h oder so schneller, aber Schützallee. Bitte tragen Sie auch weiterhin eine FFP2-Maske. Please remember to wear an FFP2-Mask. Kommt hier noch ein bisschen oft, ne? Naja, egal. Und Pankow Süd kommt hier richtig oft. Weil ich hier halt oft hinter Startteilstellen platziere, aber das muss ich mal ändern. Hallo. Ich hätte gerne einmal Schüler. Ja, komm, nimm einfach. Nimm einfach.
davon, ey. Das muss ich wirklich mal schöner machen. Hab ich mir dabei gedacht, Alter. Hier ist ja wirklich einfach alles dunkel und dann so sieht man die Finger tippbar eh nicht, aber davon ist eh unterhältlich, aber ich bin halt zu dumm einfach, um das andere einzubauen. Oh, da hinten sehe ich was ganz Schönes. Oh, sind wir noch ein BVG irgendwo da oben? Na komm, was für einer. Ah, war glaube ich ein 08er. Ja. Scharfe Straße. Schön mit so einem Fernglas. Erstmal hier vom Sky runter gucken, ja, 07. Nein, ich bin nicht so hobbylos und kann alle Nummern da auswendig. Nee. Nur ungefähr so. Außer an den unterschiedlichen Matrixen kann ich ein paar ausschließen, deswegen. Ne, wenn man dann so ein 32 sieht und dann Gorba-Matrix, dann ist es halt nur 7er. In den meisten Fällen. Es könnte natürlich auch ein 05er sein, der hat dann, ich weiß nicht, ein paar 32er sind glaube ich noch 05er, aber ich weiß nicht. Zehlendorf Eicher. War auch ein interessanter Haltewunsch-Sound. Beim C2 hat man ja so ein Neben oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und hier ist es einfach so ein aufdringliches Piepen, würde ich mal sagen. Dann hat sie VDV-Meldegeräusche im Dach dahinter. Aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Ach ja, hier. Hier geht es auch immer relativ lange. Alter. Boah. Ja, wenn man denkt, dass das Laden dauert ein bisschen länger, dann kann sowas mal schnell passieren. Alter, wie viele Leute wollen in dem einsteigen? Dann muss die Einstellung mal wieder ein bisschen roter machen. Die habe ich heute erst wieder höher gemacht. Aber jetzt, ich meine, ist es zwar schon irgendwo realistisch, aber an jeder Haltestelle sind 20 Leute gefühlt. Da auch nicht so richtig Lust zu. Oh, nee. Hallo? Achso. Hallo. Ist ja gar nichts los. Ah, kommt hier irgendwas? Ach, hört sich ja nach Busse an. Wow. Ja, yeah, ich glaube schon. Aber beide können doch. Nein, keine Ahnung. Ich bin nicht. Ist hier was? Oh. Wow. Ah, 112. Noch von Hartmann, ja. Stimmt. Geht ja auch bald. Genauer gesagt. Morgen, ja. Also, wenn das Video wirklich noch heute rauskommt, dann morgen. Aber um sie ist ja immer was Upload angeht, immer besonders lang dann laden. Das heißt, wenn. Wundert euch nicht, wenn ich morgen sage, aber heute ist schon Sonntag. Ja. Schöner, ja, keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht ganz genau. Ein EN10er ist, EN10er, EN7er, E7er ist es nicht. Naja, sind schöne Fahrzeuge. Diese Matrix, ey. Ist so wunderschön. Ich bin so dumm, Alter. Ich bin wie der letzte Loser. Alter, was ist das denn für eine Werbung? Kenn ich ja noch gar nicht. Oh, ey. So, dann müssen wir weiter. Piep.
S-Bahnhof Zehlendorf. Ja, sag, was ist denn mit denen? Warum will der jetzt sich hier eindrängen? Ja, komm, danke. So. Hallo. Einen normalen Fahrschein bitte. Ja. Boah, Alter, um sie komm mal klar aus deinem Leben. Ja, hat. Ja. Bäh. Der hat doch wohl nicht aus dir. Ey, Performance. Aber naja, ist relativ nervig. Ich weiß nicht, wie ich nervig ist beim Gucken. Aber ja, muss ich halt jetzt mit leben. Wenigstens ist es nach der Aufnahme vorbei. Aber ansonsten geht es eigentlich relativ klar. Ja, komm. Boah, ey. Also bisher, ich find's krass, ne? Also, sonst habe ich ja immer Probleme, wenn ich auch mit dir aufnehme. Immer so 7 Millionen Versuche, erstmal das Spiel zu starten, weil es 10 Mal abstürzt. Aber hier, Alter, es hat bisher komplett alles geklappt. Ich bin reingegangen und hab direkt auf Aufnahme gehört. Ich glaube, ich mache mir zu viel Arbeit vor dem Aufnehmen. Ich mach immer erstmal so, laber 7 Minuten zum Testgefühl. Dann bereite ich immer vor. Aber nee. Das muss schneller gehen. So, komm. Schönauer Park. Ich wollte ja eigentlich, ich habe in meinem letzten TS-Video, oder war das im letzten Jahr doch noch S2, da habe ich gesagt, bald kommt mal Umsi-Video oder so. Jetzt mittlerweile irgendwie auch schon ein paar Monate später gefühlt. Weiß auch nicht. Und da meinte ich, ich habe schon vor, weiß schon, was ich fahren werde. Ein Scania wäre es nicht gewesen, ja. Ich kann ja mal sagen, es wäre so ein, Schweizer Hofpark. Oh nee, warte. Bitte tragen. Es wäre Urbino Schlappusfahrer hier in die Ende 3er gewesen. Den bin ich auch angefangen zu fahren, genau auf dieser Linie auch. Aber die Performance war echt so groß und schlecht, da habe ich dann einfach abgebrochen. Vielleicht kommt dazu irgendwann nochmal ein Video. Weil die ist jetzt nicht so irgendwas krass Besonderes, aber nicht viele fahren den, sagen wir mal so. Du musst halt so ein bisschen vergessen. Ist nicht mehr weit. Aber was sollen wir machen? Ja, der Sound, dieses Quietschen, ja, nee, das Ding ist ja richtig überbast und klingt wie so ein halber Traktor. Deswegen. Leo Beckstraße. Na komm. Endlich. Sind wir nicht pünktlich? Ja. Ah, die Uwe ist auch in echt. Da schrecken wir sich ganz gerne mal. Lehrstraße.
So. Hat das Ding jetzt gedauert? Angetäuscht. Am Birkenknick, oder? Ja. Am Birkenknick. Mal kurz ein bisschen Gas geben, Mann. Der da vorhin so lange gebraucht hat, naja. Am Reh wechseln. Am Reh wechseln. Bitte tragen Sie auch weiterhin eine FFP2-Maske. Please remember to wear an FFP2-Mask. Genau. So. Hallo. Hallo. Einen Einzelfahrschein, bitte. Bis gut ab. Genau. B-Scooter. Da ist die Drehzeile, da steht mal kein Bus. Ist ja auch manchmal kurz was da hier hin. Nur einfach aussteigen. Oh nee, das ist der LKW hier. Ist das ein LKW? Ach, keine Ahnung. Das ist noch einer. Ich weiß nicht so ganz, wie man diesen KW nennt. Das ist aber ein Lastwagen. So kenne ich es. So, und dann sind wir auch schon gleich da. Wupperstraße. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. This bus terminates here. All change, please. Genau. So. Dieser Blinker. Klack, klack. Gezwitscher. Ja. Ja, toll. Wupperstraße.
Endhaltestelle. Endhaltestelle. Ja, ich hab da einen Müll zusammengeballert, Alter. So. Damit haben wir es geschafft. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Nein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hört man sich bestimmt beim nächsten Video. Vielleicht wird es auch noch ein Gameplay. Na egal. Ciao.